Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier auf dem Marsch. Wir fahren jetzt los und verkaufen Kartoffeln, und zwar zum Depot. Fahren mal kurz durch die BGH durch, wo wir unsere Silage liegen haben. Einmal Feld Nummer 3 und einmal Feld Nummer 19. Links ist 3 und 19 ist rechts. Kann man schon erkennen, dass da entsprechend rechts hier ein bisschen ungünstig ist. Da ist garantiert Probleme vorprogrammiert. Und bei der anderen Seite habe ich von vornherein das vermieden, dass die Silage an die Wand rankommt. Nur wenn jetzt richtig viel Mais hätte, dann wäre natürlich auch da was rangekommen. Ob es dann hier gut oder schlecht ist, sei mal dahingestellt. Ne? Das werden wir nächstes Jahr erfahren, wenn wir Feld Nummer 1 und 14 abernten. Obwohl sie ein bisschen kleiner sind. Mal sehen, vielleicht muss ich noch die anderen beiden Felder dazu nehmen. Hier die 18 und 17. Weil da werden wir erst pflügen müssen. Und werden wir dieses Jahr keine Aussaat mehr reinschaffen. Wir haben eigentlich jetzt genug. Gerste und Weizen müsste genug sein normalerweise. Aktuell haben wir ein Feld Raps. Mal sehen, ob noch alles rein kann. Können wir noch einen Tag überlegen? Wir haben noch einen Tag. Ne? Also nicht alles kommt jetzt in die Erde rein, sondern nur ja, ein Teil. Ne? Also klar, Sojabohnen und Mais oder Sonnenblumen kommen ja im Frühjahr. Da wird damals ein bisschen Temperatur. Immer so gesagt, Mais kommt in der Erde, wenn er im Mai die Bodentemperatur gerade erreicht hat. Natürlich erwärmt sich ein leichter Sandboden schneller als ein als der schwere Boden. Ne? Unterschiedlich, auch sicherlich unterschiedlich Richtung, wie ist das Richtung Süden das Gefälle gerichtet, also wenn ein Feld nach Süden gerichtet ist, natürlich schneller warm als ein Feld, was Richtung Norden gerichtet ist, ne, vom Gefälle her, wenn es hügelig ist. Aber im Großen und Ganzen kommen viele Sachen erst im Mai rein, also mit 14.000. Hat sich gerade einer verrechnet oder was? Nee, das 8 nicht. Ja, 5, okay. War keine Absicht. Ich wollte eigentlich auf F1 wegnehmen. Wo laufen die hier eigentlich hin? Die Läufe. Ja. Kriege ich heute alles fertig, denke ich mal, hier Marsch. So kann ich morgen Vormittag bearbeiten und entsprechend alles dann nachher aller Ruhe anfangen mit hochzuladen. Ne? Also die 7DCD voll, 7 Stück muss ich auch noch hochladen. Also das ist morgen Vormittag eigentlich ideal. Ne? Erst was ich mache, sofort alles zum Hochladen und dann nachher anfangen mit bearbeiten. Und nachmittags dann entsprechend hier hochladen. Ne? Wo das an sich auch nicht alles auf einmal sein muss, sondern im Prinzip die ersten zwei Tage, Dienstag und ja, Montag vor allen Dingen. Kartoffel ist im nächsten Teil. Ja, irgendwie mit einfach am anderen, ne? Schauen wir mal, wo der Kartoffelrohr steht. Der Kartoffel ist blocking, also ist er bereits im Abladen. In der zweiten Reihe, in der ersten Reihe fertig ist, dann ist es ein bisschen leichter. Ah, oh, das geht schon. Ich überlege dieses Jahr, ob ich zur Farmcom fahre. Oh, das ist ziemlich weit weg. Das sind da rund 8 Kilometer. Und
Da ich zufälligerweise auch zu der Zeit zu mir nach Hause fahre. Ungünstig, ne? Gamescom, Entschuldigung, Gamescom. Die Farm kommt, bis ja kommt, das ist, weiß ich nicht, keine Ahnung. Davon noch nichts gelesen. Im Grunde können die ja nichts vorstellen. Sie machen eher die anderen Veranstaltungen hier für Dingstechnik hier, Wettbewerb oder hier, ja. Wo sie hier. Meiner Meinung nach ist das für mich ist das nichts. Aber wenn sie meinen, das machen zu müssen. Da können sie mal sehen, wie das ist, wenn die Dinger verpackt sind, ne? Also die Technik und so. Kommt ja noch hinzu, dass in vielen Regionen das Internet schlecht ist. Wenn sie jetzt einen Online-Wettkampf machen, ist es ja auch allgemein schlecht, wenn das dann im Grunde auf der Tatsache ja nicht funktioniert. Also das kriegen sie einfach nicht in der Reihe. Denn wenn die Herrschaften für schlechtes Internet auch viel Geld kriegen, dann ist natürlich klar, dass sie keinen Anreiz haben, das zu verbessern, ne? Man wird also so Stufen reinbringen, also von vornherein vorschreiben, also wenn du jetzt nur die untere Level kriegst, der kriegst du halt nichts mehr für, ne? So ungefähr, ne? Denn wenn ich einen Wasserhahn Wasser kaufe, bezahle ich auch nach Kubik und nicht nach nur der Hahn auf ist, ne? Aber viele schreiben Flatrate fürs Handy und so, das ist eh Quatsch, das ist am meisten eh beschränkt. Dann ist es keine Flatrate mehr. Yeah, Mensch, Junge. So, da bin ich noch zu voll. Mit der Dings fest und Scheibe. So, gut. Jetzt Anhänger, zack. Den hier nehmen. Der ist nicht so hoch. Oder nehme ich jetzt. Na. So, der so geht rein. 28.000. Das wäre ja zu faul, ne? Das ist. Da kann man aufmachen, ne? Das brauchen wir nicht. Trelleburg ist wieder so hoch. So. Ich biete den mal einfach, ne? Dann testen wir noch einen Traktor, wenn wir dabei sind. Mittelgroß. Nee, Quatsch. Großfaktoren. Ich wollte mal anderen testen. Und zwar den. Da gibt es ja schon. Das ist ja die größere Messefähigkeit, ne? Die größte Leistung, das sind 400 PS. Reifenvariante. Breitreifen auch. Wir testen den mal. Mieten. So, dann fahren wir den mal ein bisschen Seite. Jetzt wollte er abladen, der. Entschuldigung, der Saftarsch. Oh, hier machen sie Sport. Ich nenne das mal Ringkämpfen oder so, ne? Oh Mann. Der Abfahrer oben ist gut. Gut, dass hier nicht so mit Schaden ist.
gibt's doch gar nicht. Ist fast voll. Aufsteigen, ne? Oh je, ne? Oh, Unkraut. Oh je. Wenn du nicht überall dabei bist, ne, dann geht nur runter und drüber. Und vorne ist er voll, ne? Ja, ist gefährlich im Feld, ne? Der Timer läuft jetzt mal. Also genau, ob schon die fünfte Runde gefahren ist. Auch hier ein bisschen Platz machen, ne? Und gut, hier wird im Frühjahr ausgesät, beziehungsweise gefühlt noch. Besten Fall, also ja, nicht so wichtig. Nur Erden, die wollte ich noch abschließen, ne? So. Gut. Gehen wir ganz kurz zum Händler. Bestellte Ware abholen. Oh, das ist eine Kloppe. Ja, der macht auch nur 53 km/h, ne? Aber gut, das ist halt so, ne? Das ist auch mehr ein Traktor fürs Feld normalerweise. So, mal gucken hinten, wie das funktioniert. Hupen. Ob wir da entsprechend tief genug sind, das ist eine entscheidende Frage. Ne? So ist ja nicht schlecht, ne? Weil ich ja viel von Ferguson habe, ne? Entschuldigung. Später Herbst und Nebel, immer noch feucht. Dass wir keine Soja haben, ne? Muss ich mal sehen, ob wir nächstes Jahr Soja anpflanzen. Weil das Jahr war eigentlich recht trocken gewesen, im Großen und Ganzen. Nun muss es ja das nächste Jahr nicht genauso sein, ne? Also es kann dann genauso gut extrem nass sein, ne? Aber lass sie überraschen. Boah, was ist für ein Geräusch, die Schweine sind das hier. Mich wundert, was hier links so quietscht. Ja. So, sind wir wieder. Wo ist der Fuzzi? Für die Kartoffeln. Da hinten. Na gut, da fahren wir dann runter rum. Ja, Traktor fährt sich gut. Schön sehe ich dann mal was zu machen hier. Mühleiste brauchen wir nicht. Um die Sicht weg. Warte mal. Ja, das ist auch viel ein Kindertraum, ne? Mal als Kind Traktor fahren und so, ne? Ja. Aber Bauerleben ist nicht einfach. Bin ja gespannt, ob wir da unterpassen, ne? Sehe ja schon ein bisschen schwarz, ne? Bin hier ein bisschen, wie soll ich sagen, zum einen möchte ich viel unterkriegen, zum anderen möchte ich
O4 Platz. Von anderen möchte ich aber auf 4-6 fahren können, ne? Das ist ja das Problem dabei. Aber wie gesagt, Kartoffel ist ja von der Masse her viel mehr als Getreide oder so, ne? Weil die enthalten ja viel Wasser, ne? So, machen hier unsere Rüben, ne? Da steht ja auch schon wieder, ne? Noch nicht, noch nicht. Den wollte ich nehmen. Aber nehmen wir LKW, ne? Rüben ist bei 80%. Also die Größe des Feldes ist gerade so optimal, ne? Wenn wir ein bisschen größer hätten, dann müsste man noch glattweg ja entsprechend mehr Maschinen einsetzen, sonst brauchst du lange für, ne? Und da kann man sich auch nur um ein Feld kümmern, ne? Lass mir das kommen und die ausladen. Brr. Jo. So, meine lieben Zuschauer, das soll es heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann sage ich hier mal Tschüss und Winkel. Wir machen gleich weiter. Dann geht es weiter auf der Rübenernte und Kartoffelernte. Ja. Und dann werden wir halt sehen, dass wir die Nacht hinkriegen, ne? Also. Gut, bisschen ist noch, also Rüben und Kartoffeln, das dauert noch ein bisschen. Solange wir auf einspielen und keine Nacht bekommen. Denn nachts werden wir natürlich entsprechend anders also vorspulen. Ne? Das ist ganz schlecht. So, ich sag mal Tschüss und ciao, ciao. Bis dann. Tschüss.